Immer wenn ich alte Freunde treffe, hätte ich damals fertig studiert, wäre ich heute Chef. Doch so bleib ich konsequent, mein eigener, ein beratungsresistenter Karriereverweigerer. Früher, als wir noch frisch und unverbraucht daherkamen, gucken gealterte Gesichter, erinnern noch mehr Namen von temporären Weggefährten, die mit anpackten, wenn noch unbekannte Umstände den Weg versperrten. Wie soll man es bewerten? Es fehlt einem der Vergleich. Ging man auch leer aus, wurde man an Erfahrung reich. Das eine, was man will, das andere, was man muss. Ständig entwickelt man Träume auf die Wunschliste, will jeder drauf. Im Rückspiegel sehe ich, was gegenwärtig nicht klar war. Die Vergangenheit kennt kein Hätte, Wenn und Aber. Wie oft denkt man sich, das und das machst du noch? Na, dann legt man los, die Möglichkeiten hast du doch. Wieso soll ich bereuen, was ich nicht getan hab? Die verpasste Chance ist schon Strafe genug. Später werde ich bereuen, was ich versäumt hab, wovon ich geträumt hab. Die Zeit vergeht wie im Flug. Fast jede Entscheidung ist ein Sprung ins kalte Wasser. Du weißt doch, nichts ist unmöglich und alles ist machbar. Nimm deinen Mut zusammen, tu's verdammt, denn beim nächsten Zeigersprung fängt schon deine Zukunft an. Sie ist flexibler als ein Zug verplant. Denk an die guten Augenblicke, die einfach per Zufall kamen. Es waren Momente, in denen du frei warst, ohne Ängste, ohne Zweifel. Warum solltest du scheitern? Wie lange willst du warten? Wie lange willst du planen? Öffne dein Fenster und fang endlich an zu atmen. Was hilft dir Bauspar, Rücklagen, Sicherheit, wenn du nicht wirklich glücklich bist und deine Ziele nicht erreichst? Und du am Ende deiner Tage auf dein Leben blickst. Alles war nach Schema F, zu selten nach Plan B gestrickt. Das Leben ist fair, wenn du nichts erwartest. Für den Zug, in dem du sitzt, brauchst du keine Karte. Wieso soll ich bereuen, was ich nicht getan hab? Verpasste Chance ist schon Strafe genug. Später werde ich bereuen, was ich versäumt hab, wovon ich geträumt hab. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es gibt Dinge, die man bereut und hätte besser lassen sollen. Es hat keinen Sinn mehr, sie rückgängig machen zu wollen. Oft habe ich Angst gehabt, Zweifel haben mich wach gemacht. Das Ungewisse, was später wird, hat mich fast um den Verstand gebracht. Selbsterfüllende Prophezeiung. In der Retroperspektive siehst du die Fehler deiner Entgleisungen. Da draußen gibt es 1000 Lebensanweisungen, 1000 Meinungen manipulieren alle deine Entscheidungen. Fehler sind unvermeidlich, viele so unverzeihlich. Verschwende dein Talent nicht für ein Leben am Schreibtisch. Neue Versuchungen verleiten dich, begleiten dich. Karma-Punkte helfen dir, auch in schlechten Zeiten nicht. Ein guter Mensch zu sein ist nicht immer so einfach. Ich weiß das, was der Fleisch schafft, gibt dem Geist Kraft. Was immer du auch tust, tu es mit Liebe. Egal welche Schiene du fährst, Hauptsache du bist zufrieden. Wieso soll ich bereuen, was ich nicht getan hab? Die verpasste Chance ist schon Strafe genug. Später werde ich bereuen, was ich versäumt hab, wovon ich geträumt hab. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wieso soll ich bereuen, was ich nicht getan hab? Die verpasste Chance ist schon Strafe genug. Später werde ich bereuen, was ich versäumt hab, wovon ich geträumt hab. Die Zeit vergeht wie im Flug.